Hallo und herzlich willkommen. Die Marmelade ist nicht geliert und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt? Dies ist ein Video, das schnell Antworten gibt, wie man sowas beseitigt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Heute möchte ich gerne nochmal das Thema aufgreifen von einer Marmelade, die nicht geliert. Und zwar nicht mit einem Riesensermon, warum das so ist und so weiter, sondern als Schnellabhilfe gedacht. Denn uns erreichen immer wieder Anfragen, oh Gott, meine Marmelade ist nicht geliert, was mache ich denn jetzt? Und das möchte ich hier gerne mal aufgreifen. Das Nicht-Gelieren von Marmelade kann an drei Stellen passieren. Die blödeste davon ist, wir haben die Marmelade, wie sich das gehört, nach Packungsanweisung gekocht. Wir haben eine Gelierprobe gemacht, die eigentlich okay schien. Wir füllen die Marmelade ab, nach ein paar Stunden gucken wir und denken schon, ob die wohl fest wird und sagt dann, naja, manchmal dauert es ja einen Tag. Lassen Sie stehen und am nächsten Tag sieht es genau wieder so aus. Das ist total ärgerlich. Es ist besonders ärgerlich, wenn man die Marmelade verschenken wollte, weil so geht das nicht. Wenn sowas passiert, ist die erste Reaktion sehr häufig, besonders bei Leuten, die nicht so oft Marmelade kochen, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, einhergehend mit einer gewissen Art von Panik. Die möchte ich gerne erstmal wegnehmen, denn wir haben es heiß abgefüllt. Damit ist alles das, was wir abgefüllt haben, haltbar. Und das gibt uns den Luxus der Zeit, zu überlegen, was wir damit machen wollen. Und das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Die einfachste, wenn auch nicht immer schönste Lösung für dieses Problem ist, statt zum Beispiel Aprikosenmarmelade, Aprikosensoße drauf zu schreiben. Eine Fruchtsoße lässt sich auch vielfältig verwenden und manchmal ist das wirklich der einfachste Weg. Es ist nicht der schönste Weg, denn wenn wir eine Marmelade wollen, wollen wir meistens einfach nur mal eine Marmelade. Hier kommt jetzt die zuverlässigste Methode, so etwas in eine streichfähige Marmelade zu verwandeln. Und zwar sind das mechanische Geliermittel. Ich empfehle tatsächlich für solche Zwecke immer solche Mittel im Schrank zu haben. Man kann natürlich Guarkernmehl, Johannesbrotkernmehl oder auch Agar-Agar nehmen, aber es gibt so Leute wie ich, die diesen Beigeschmack und auch die Konsistenz nicht wirklich mögen. Man muss halt nach seinen eigenen Vorlieben arbeiten. Ich persönlich mag am liebsten diese Gelierhilfen, die man in der Drogerie bekommt. Die sind meistens bio, das sind normalerweise natürliche Zutaten und die verdicken sich einfach mit der überschüssigen Flüssigkeit von der Marmelade. Das, was daran wirklich gut ist, egal für was man sich entscheidet, ist, man muss keinen Zucker zufügen und sie funktionieren in jedem Fall. Und das ist ja das, was wir wollen, weil wir sind bereits ein bisschen enttäuscht darüber. Wenn wir jetzt Dinge versuchen, die eventuell funktionieren und vielleicht doch nicht, dann wächst manchmal die Enttäuschung immer nur noch mehr. Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Wenn wir diese Mittel jetzt verwenden, müssen wir ein bisschen vorsichtig vorgehen. Denn da wir hier ja bereits eine verdickte Flüssigkeit, Nichtflüssigkeit haben, können wir die Packungsanweisung auf diesen Tütchen nicht eins zu eins verwenden. Machen wir das, kriegen wir eine Tennisballmarmelade. Das ist eine Marmelade, mit der man hinterher Tennis spielen kann. Das wollen wir ja auch nicht. Wir müssen also jetzt als erstes die ganzen Marmeladen in den Topf ausleeren und wir kochen sie noch nicht auf, weil heiße Flüssigkeit verursacht, dass das Verdickungsmittel schneller reagiert und das wollen wir nicht. Wir nehmen dann einen Teil, meistens nach Gefühl, des Verdickungsmittels und rühren das am besten mit etwas Flüssigkeit an, damit wir keine Klumpen kriegen in unserer Marmelade. Je nach Verdickungsmittel kann man es auch direkt mit einem Schneebesen in die Masse einrühren. Das muss man aber ausprobieren. Da sollte man seine Mittel kennen und wenn man ein Mittel hat, mit dem man gut arbeiten kann, sollte man auch dabei bleiben. Wir bringen also jetzt das Geliermittel ein, kochen das Ganze auf und dann machen wir eine Gelierprobe. Tatsächlich ist normalerweise dann die Marmelade schon recht in Ordnung. Ist sie das nicht, meistens und hoffentlich ist sie dann nicht zu fest, sondern zu weich,
dann kann man noch mehr von dem Geleemittel reintun. Da muss man allerdings vorsichtig sein, weil wenn man es dann direkt reinstreut, ohne es vorher mit Wasser zu mischen, kann das sein, dass man wieder Klümpchen hat. Muss man also ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ist die Gelee-Probe gelungen? Füllen wir das Ganze wie gehabt in saubere Gläser ab, stellen auf den Kopf oder auch nicht und fertig ist die Marmelade. Die folgenden Lösungen helfen häufig, aber nicht immer. Eine weitere mögliche Lösung ist, mehr Pektin zuzufügen. Es gibt inzwischen einige Leute, die mehr oder weniger reines Pektin in der Schublade haben. Und wenn die Marmelade nicht geliert, dann füllen Sie das Ganze nochmal im Topf, tun nochmal Pektin rein, kochen das nochmal auf, machen nochmal eine Gelierprobe und füllen es nochmal ab. Hier ist natürlich das Thema, dass Pektin bestimmte Dinge braucht, um zu reagieren. Nämlich Zucker bzw. Feststoff, Säure und Hitze. Wenn diese Sachen nicht im richtigen Verhältnis sind, dann kann das sein, dass diese Lösung nicht funktioniert. Wo es zum Beispiel häufig Probleme gibt, ist bei sehr sauren Gelees. Da haben wir das Problem manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass das Gelee abgefüllt ist. Sollte Gelee und geliert nicht, nimmt man es dann in den Mund, hat das so diese kleinen Krümelchen. Da ist die Säure zu hoch. Das passiert ganz oft bei Weingelee zum Beispiel. Oder auch, ich habe schon bei Johannisbeergelee, was ja eigentlich anständig gelieren sollte, erlebt. Und es wurde mir auch berichtet, weil die Säure so hoch ist, dass das Pektin, die Pektinkörnchen schon anfangen zu reagieren, bevor sie sich vermischt haben. Und dann haben wir diese komischen Pünktchen im Gelee und kein festes Ergebnis. Da hilft es natürlich nicht, noch mehr Pektin zuzufügen. Aber wie gesagt, mit dieser Methode haben viele Leute auch gute Erfahrungen gemacht. Das kann man machen, wenn man möchte. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann gibt es noch die Methode, einfach mehr Geleemittel zu nehmen. Also wenn man 2:1 gekocht hat, einfach noch ein bisschen 2:1 nachzukippen und es dann nochmal zu versuchen. Funktioniert manchmal, funktioniert aber nicht oft, weil der Zucker, das Pektin in dem Gelierzucker ist abgestimmt auf die Menge an Zucker, die man ursprünglich verwendet hat. Wir haben also jetzt plötzlich mehr Zucker drin, auch mehr Pektin drin, was eigentlich für weniger Zucker gedacht ist. Und deshalb funktioniert das nicht immer. Es funktioniert häufig, aber nicht immer. Die nächste Methode ist, 1 oder 2 pürierte Äpfel mit hineinzugeben, das Ganze nochmal aufzukochen, eine Gelierprobe zu machen und es dann abzufüllen. Das kann tatsächlich bei manchen Sachen, die einfach in sich nicht genügend Pektin haben, funktionieren, weil der Apfel auch etwas mehr Volumen gibt und damit das Ganze etwas besser bindet. Das Schöne beim Apfel ist, er verändert den Geschmack nicht sehr. Es gibt häufig das Problem bei Erdbeermarmelade, dass die nicht geliert. Ein Apfel gibt mehr Substanz, ohne den Geschmack groß zu verändern. Ist also tatsächlich eine Möglichkeit, besonders bei pürierten Erdbeermarmeladen. Die letzte Technik, die ich erwähnen möchte, geht nur bei 1:1 Marmeladen. Manchmal geliert die 1:1 Marmelade nicht, obwohl sie schon so viel Zucker drin hat. Da gibt es immer noch den Trick, das Ganze nochmal aufzukochen und es nach alter Art zu machen. Denn früher galt die Regel, wenn man die Marmelade aufkocht, kocht man sie 1:1 bis zu der Temperatur von 104 bis 107 Grad. Und da wurde gesagt, dann ist der Gelierpunkt erreicht und dann kann man sie zuverlässig abfüllen und dann ist sie fest genug. Das funktioniert auch in vielen Fällen bei 1:1. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass es das nicht hat. Die Abhilfen, bei denen immer gesagt wird, dass es hilft, wie koch einfach weiter, helfen tatsächlich nicht immer. Deswegen ist es ganz gut, diese anderen Varianten zu haben und auch einfach zu nutzen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Sofortlösungen ein bisschen helfen. Natürlich kann es sein, dass ihr jetzt nicht irgendwas in der Schublade habt, was jetzt in dieser Sekunde hilft. Dennoch, hier würde ich wirklich sagen, es lohnt sich, sich das zu überlegen und sich einfach so ein paar Tütchen irgendwo hinzutun. Weil sowas passiert leider immer wieder. Und vielleicht kann ich auch nochmal erklären, warum. Denn es ist so, dass wenn wir mit Pektin arbeiten, Pektin ist ein Stoff, der andere Sachen braucht, um zu reagieren. Und deswegen kann es nicht ein Pektin für alles geben. Es kann also mal sein, dass es 2:1 immer super funktioniert und ausgerechnet bei dieser einen Frucht geht es nicht. Das können die Hersteller auch nicht anders machen, weil es ist wirklich so, dass jede Frucht ist unterschiedlich. Manchmal hat man selbst innerhalb der Früchte andere Früchte, die wieder anders reagieren. Deswegen, das ist leider etwas,
das mit dem Marmeladekochen kommt und wirklich verhindern können wir es nicht. Aber wir können vorbeugen. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft und sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.